Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Video. Ich erfülle euch mal wieder Wünsche. Es ist zwar noch nicht ganz Weihnachten, aber thematisch geht es ein bisschen in die richtige Richtung. Und zwar der Exquiser Quarkgenuss Bratapfel. Ihr hattet mir schon vor 2-3 Jahren, habe ich das öfter mal verhältnismäßig gelesen, dass ihr gerne diese Wintereditionen davon vorgestellt hättet. Ich habe auch heute überlegt, ob ich mir alle 3 Pötte kaufe. Gut, dass ich das nicht gemacht habe, aus zweierlei Gründen. Denn erstens, 500 Gramm im Jahr hätte ich hier 1,5 Kilo offenen Joghurt. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der große Fan von fettarmen Joghurt. Da muss wenigstens ein bisschen was rein und die sind fettarm. Und deswegen ist das immer so ein Ding, wo ich sage, ah nee, weiß ich nicht, ob ich davon 1,5 Kilo haben möchte. Vor allem sind das auch, ja, weiß man auch nicht, ob es schmeckt, dann hat man 500 Gramm hier, also das ist so ein bisschen schwierig. Und der zweite Grund ist, ich habe auch schon mal eine Sorte für euch vorgestellt, nämlich die Vanillekipferl. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Das habe ich erst zu Hause realisiert. Also gut, dass ich es nicht gekauft habe. Nächstes Jahr dann vielleicht die Sorte Pflaume Zimt. Und bevor wir uns das Produkt jetzt anschauen, habe ich übrigens im Angebot gekauft für 1,49 Euro bei Ghetto Netto, auch bekannt als Netto Markendiscount, wobei nicht jeder Netto Markendiscount ein Ghetto Netto ist, wobei man es lustigerweise eigentlich sagen kann, denn ich kenne relativ viele Ghetto Nettos. Ich glaube, ich kenne mehr Ghetto Nettos als Nettos, also Netto Markendiscounts, die nicht Ghetto Netto sind. Bevor wir damit aber anfangen, einmal ganz kurz in eigener Sache. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so derjenige, der das zu aggressiv betreibt. Ihr habt ja manchmal so diese Infos unten, so blende ich mal was ein. Hier gibt es YouTube-Kanal, hier gibt es Instagram, TikTok oder sowas. Ne? Das seht ihr ja und das haben wahrscheinlich viele von euch auch gesehen. Aber am Wochenende habe ich Fortnite gespielt. Grüße gehen raus an Coach Cortes und auch an all die anderen Zuschauer, die eingeschaltet haben. Habe ich Coach Cortes, hatte das, glaube ich, erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Dann wäre das blöd für all die anderen Zuschauer, die beim Stream dabei waren. Scheiße, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wisst ihr, manchmal mache ich so viele Nebensätze auf, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, worum es ging. Aber ich bin auch allgemein so ein bisschen verpeilt. Genau, doch, aber ich glaube, er hat es gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass er es gesagt hatte. Und zwar, dass man manchmal ein bisschen aggressiver die Sachen bewerben muss, wenn man etwas erreichen will. Ja, das stimmt natürlich und das weiß ich auch. Aber ich bin nicht der Typ dafür. Lange Rede, kurzer Sinn. Folgt mir doch gerne mal auf Twitch, wenn ihr Interesse habt auf Gaming. Man kann natürlich auch quatschen, also wir können uns auch ein bisschen unterhalten. Es ist ein Kanal zum Zocken, also ich streame Videospiele und unterhalte mich aber auch mit euch im Chat. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, oh hier, ich habe neulich mal dies und jenes probiert, dann können wir natürlich auch über Food-Sachen quatschen. Aber der Fokus liegt eben auf Videospiele. Und da habe ich schon eine kleine Community. Viele Leute sind von YouTube auch zu mir zu Twitch rübergekommen. Aber ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, ich fände es super, wenn ihr mir dort folgt. Ich habe noch keinen regelmäßigen Streamplan, aber eben immer mal wieder. Und aktuell ist es ein bisschen öfter. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich jetzt irgendwie dreimal die Woche, einmal die Woche. Ich mache das so ein bisschen davon abhängig, ob es gerade ein gutes Spiel geht, ob ich gerade Spaß habe, ob ich Zeit habe. Denn ich habe auch einen Vollzeitjob und alles. Da muss man natürlich, und das ist nicht YouTube, das muss man natürlich alles bedenken. Deswegen so unter Vorbehalt, deswegen folgt mir am besten. Dann kriegt ihr am besten, kriegt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich mal streame. Manchmal kündige ich das aber auch an auf YouTube oder Instagram. Und ich werde das jetzt noch 2-3 Mal sagen Twitch. Von daher, ja, seht es mir nach, dass ich mich selbst ein bisschen bewerbe, aber Twitch möchte auch ein bisschen gefüttert werden und ich habe da momentan Bock drauf und ich finde es cool, wenn ein paar Leute mir dort auch folgen. Doch jetzt genug davon, wir gucken mal hier drauf. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass nicht immer reich an Protein drauf stand, besteht bestimmt erst seit 2 Jahren oder sowas höchstens drauf. 0,2 Gramm Fett, ich verstehe es nicht. Macht doch wenigstens ein bisschen Fett rein. Und vielleicht auch ein bisschen weniger Zucker, denn ich habe ein bisschen Angst, dass die fast 15 Gramm, also 40,8 Gramm Kohlenhydrate, 14,3 Gramm Zucker, dass sie mir ein bisschen zu süß sind. Es ist mit Joghurt verfeinert und extra cremig. Ich finde, zu Cremigkeit gehört auch immer ein bisschen Fett dazu. Eiweiß ist 6,7, ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen mehr als bei jetzt einem Joghurt drin ist, aber je nach Quark, also ich sag mal, wenn man es jetzt mit Magerquark vergleicht, ist es natürlich deutlich weniger. Aber mal davon ab, sollte man sich das Produkt hier sicherlich auch nicht kaufen, weil man hier Gains haben möchte oder sowas. Wie die Sorte Zimt ist, das könnt ihr mir übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich mal gespannt, ob ich mir die dann als nächstes hole. Speisequark, Joghurt aus dem Rahmen der Mitte, haben wir eine Fruchtzubereitung Typ Bratapfel. Und da ist dann auch der Zucker drin, Äpfel sind drin. Und zwar 7% im Endprodukt, Glucose-Fructose-Sirup, modifizierte Stärke, das ist dann, sind dann die anderen Kohlenhydrate, Zimt und Aroma. Wie gesagt, 500 Gramm in diesem Bottich. Frage an euch, wer hat sich schon mal mit so einem Ding auf die Couch gesetzt und das dann einfach mal leer gefuttert? Finde ich irgendwie trashig, ne? So einen ganzen
Also einen ganzen kleinen Eimer und dann so schön auf die Couch und gib ihm. Ja. Man muss sagen, 90 Kalorien übrigens pro 100 Gramm. Man muss sagen, das ist natürlich so eine dünnere Quarkcreme. Das ist auch halt, es ist Quark drin, aber der Joghurt ist so ein bisschen dünner und dadurch wird das Ganze dann eben nicht dick wie ein Quark, sondern ein bisschen dünnflüssiger. Das seht ihr jetzt hier nämlich. Also es ist jetzt nicht dünnflüssig, aber es ist jetzt eben auch nicht so fest wie ein Quark. Es ist hier wirklich eher so, ja, eine Quarkcreme. Man sieht ja ab und zu so Äpfelstückchen drin. Man muss das natürlich mal ein bisschen umrühren. Hier seht ihr das. Hier so ein bisschen, da zum Beispiel. Ihr seht diese kleinen Bollen oder jetzt hier in der Mitte ist auch so ein Apfel. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen was rein. Schwuppdiwupp. So, und dann probieren wir das mal. Ja, also ich muss noch mal kurz auf diese Sache zu sprechen kommen. Und auch wenn wir jetzt mehr in diesem Video über andere Sachen reden, statt über dieses Produkt, so ist das hier halt manchmal. Man mag das vielleicht gar nicht, oh, der Typ ist auch immer voll extrovertiert in seinen Videos und ja, teilweise bin ich das, aber wenn es so an so Sachen geht wie, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich auch der schlechteste Staubsaugervertreter sein, weil ich sowas nicht kann, so irgendwie, hier, mach mal oder hier, toll und super und dieses und jenes, das ist so nicht mein Stil und auch irgendwie Leute auffordern, irgendwie, ihr wisst, ab und zu sage ich mal hier, abonniert, also das mit dem Abonnieren, Liken, das mache ich öfter, das ist ja Standard, aber irgendwie so hier, wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Twitch oder Kanalmitgliedschaft habe ich auch, das müsste ich eigentlich ein bisschen öfter machen, um diese Sachen zu pushen, aber ich bin nicht der Typ dafür, dann irgendwie auch so den Sachen, Leuten Sachen sagt, hier, mach mal. Ich hoffe dann einfach drauf, dass die dann einfach in der Beschreibung gucken oder dieses oder jenes. Tatsächlich habe ich mir aber überlegt, das mal demnächst ein bisschen öfter zu machen. Sowas wie jetzt, ja, mit Twitch folgen oder sowas, ja. Wie auch immer. So. Mhm. Es riecht säuerlich. Übrigens ist hier so ein, oh Mann, ich lenke, ist egal. Heute ein bisschen andere Sachen. Hier ist gerade so ein Strahler, ne, der mich hier beleuchtet, weil es ist draußen schon dunkel und da oben ist auch einer. Und ich würde gerne sehen, wie die Nachbarn mich jetzt hier sehen in voller Beleuchtung, sich denken, boah, was hat der Typ da für ein Studio in seiner Küche? Macht er irgendwie Onlyfans oder sowas? Wobei, dann würde ich, wobei, hier gucken gerade ein bisschen Brusthaare raus. Der Ausschnitt lässt tief blicken bei diesem T-Shirt. Muss ja ein bisschen seriöser werden. Ja, was denken die bloß? Okay, ich probiere jetzt. Also wie gesagt, säuerlich, zimtig. Es riecht auch nach Apfel. Und ich glaube, da ist auch Apfelaroma drin. Das merkt man. Dieses cremig gerührt, das hat man. Gleichzeitig, also das merkt man als erstes, dass es wirklich schön glatt ist. Dann kommt direkt dieses Stumpfe von Magerquark. Weswegen ich denke, warum nicht wenigstens 1,5, 2 Gramm Fett? Das macht so einen riesen Unterschied. Wenn Sie sich dann so denken, oh nee, wir wollen keine über 100 Kalorien haben, vielleicht denken Sie sich das ja, wahrscheinlich machen Sie nur kein Milchfett rein, weil es teurer ist, einfach ein bisschen weniger Zucker rein, weil es ist schon ziemlich süß, aber es ist jetzt nicht eklig süß, so wie die Pumpkin Spice Latte von Starbucks neulich. Was hier irgendwie ziemlich geil ist, dass der Apfel sogar noch Biss hat. Das finde ich richtig gut. Aber vor allem diese Cremigkeit, die ist gut gelungen. Es schmeckt auch leicht nach Zimt. Ich weiß nicht, ob Vanille dabei ist. Vielleicht minimal ein bisschen. Aber schon dieses quarkige, süße Apfel, Zimt, das ist so das, was am meisten hervorkommt. Und das ist dahingehend so ein bisschen, also ein bisschen, es ist schon gut in die Richtung Bratapfel. Man müsste ein bisschen was mit Nüssen noch haben, aber würden ja viele Leute gar nicht wollen. Kostet außerdem viel zu viel Geld. Machen wir keine Nüsse da rein. Aber wirklich auch, dass diese Äpfel nicht ganz matschig sind, das finde ich richtig gut. Und ich muss sagen, das ist super. Also das ist richtig lecker. Keiner schmeckt mir so wie dieser. Exquisa. Ja. Also bekommt von mir eine Empfehlung, wenn ihr dieses stumpfe, magerquarkige abkönnt. Ich persönlich mag das nicht so gerne, aber wenn das so wie hier so glatt gerührt ist, dann ist das auch so ein bisschen abgemildert. Also von daher finde ich das hier ganz lecker. Und wie ihr den findet, das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.